بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لبقش بس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir sind immer noch mit unserem Feind beschäftigt, الشيطان. Haben vor 2 Wochen angefangen, etwas über seine Listen zu sprechen und über sein Übel und wie er den Menschen tagtäglich versucht, wenn er es nicht versucht, ihn in die Irre zu bringen, dann in die großen Sünden, wenn er es nicht schafft, in die großen Sünden, dann in die Erneuerungen und so weiter, in die kleinen Sünden, bis er dann versucht, auch in den kleinen Sünden den Diener beharrlich auf die kleinen Sünden zu lassen und so weiter. Hauptsache, er erlangt einen Schaden. Und wir haben gesehen, dass der Schaitan sehr beharrlich ist in seiner Arbeit und es ihm nicht so schade ist, auch wenn es nur eine kleine Sache ist, die du falsch machst. Auch wenn du im Gebet nur vergisst, er ist froh darüber. Daraus sollten wir lernen, dass wir auch so beharrlich sein sollten in den guten Taten, beziehungsweise in den Hasanat. Denn viele Geschwister haben diese Frage immer: Ich mache Sünden, was soll ich machen? Ja, verrichte die guten Taten danach, damit diese gelöscht werden. Bei vielen aber, viele Geschwister sagen, nach den Sünden fühle ich eine Art Hemmung und Heuchelei und Nifaq. Du sagst mir, nach der Sünde soll ich Wudu machen und Koran lesen, ich fühle mich dann wie ein Heuchler. Wir sagen, das hat nichts mit Heuchelei zu tun. Genau das ist der Weg. Das sollst du ja machen, um dich von deiner Sünde wieder frei zu waschen. Es ist wie das weiße Gewand. Wenn es dreckig wird, wirfst du es in die Waschmaschine. Stell dir mal vor, du würdest deine dreckige Kleidung niemals waschen. Wie würdest du aussehen? Und genauso mit den Sünden. Und dann hat der Autor angefangen, einige Übel des Shaitans oder seine höchsten, die heftigsten Übel, die er hat, die er dem Menschen einhaucht, aufgezählt. Wir hatten letzte Woche oder vorletzte Woche angefangen mit, dass er den Menschen dazu aufruft, geizig zu sein und nicht auszugeben von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala dem Diener schenkt. Dann sagte er, ثانياً الوسوسة للعبد, das ist seine heftigste Waffe überhaupt, und zwar die Einflüsterung. Und trotz alledem ist es seine schwächste, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte im Hadith, الحمدلله الذي رد كيده إلى الوسوسة, alles Lob gebührt demjenigen, der die List des Seitans nur in der Weswasser hat sein lassen. Das heißt, mehr als einflüstern kann er dir nicht. Und deswegen ist Al-Waswasa auch eine schwache Sache, die durch das Gedenken Allahs verschwindet. Und dann hatten wir den Hadith erwähnt, dass der Shaitan auch anwesend ist. Genau, beziehungsweise, dass er einflüstert, der Shaitan flüstert die ein und auch ein Engel. Jeder Mensch, jeder Muslim hat einen Engel und einen Shaitan. Der eine flüstert Schlechtes ein und der andere Gutes. Manchmal hast du dieses Bestreben oder diese Motivation zu spenden oder etwas Gutes zu tun. Wisse, dass das die sogenannte Lamma ist, dieser Einfluss oder diese Einflüsterung vom Engel. Dann sagte er drittens, dass der Shaitan auch Diebstahl begeht, und das hatten wir erklärt. Gemeint war, dass er von den Speisen oder von den Getränken des Menschen stiehlt, wenn dieser die Besmala nicht erwähnt. Viertens sagte er, und das ist eine verbreitete Sache heutzutage und der größte Grund der Schwäche der Muslime, und zwar, dass er zwischen uns Unheil stiftet und Streitigkeiten zwischen uns wirft, damit diese Gemeinschaft sich trennt und einer den anderen hasst und jeder gegenüber dem anderen etwas im Herzen hat. Wenn er den Bruder sieht oder umgekehrt die Schwester, Abscheu, keinen Kontakt mehr haben. Und so ist jeder mit sich selbst beschäftigt, und wenn du alleine bist, hat der Shaitan leichtes Spiel. الإفساد بين المؤمنين بكل طريقة وحيلة. Er versucht jede List und jeden Weg, die Gläubigen zu spalten. Und da haben wir nochmal spezifisch den Hadith erwähnt, in dem der Shaitan zwischen den Ehepaaren scheiden will, beziehungsweise trennen will, und dass das die größte und beliebteste Aufgabe ist bei Iblis. Wir haben gesagt, Iblis schickt seine Gefolgsleute jeden Morgen vom Thron auf dem Wasser raus,
Und jeder kommt am Ende des Tages zurück mit seiner Aufgabe, die er verrichtet hat. Und derjenige, der es geschafft hat, zwischen einem Ehepaar zu trennen, dem setzt Iblis die Krone auf und lobt ihn vor allen anderen. Shayatin. Dann sagte er fünftens, Dunuwuhu min al-Abdi idha kharaja lima yubghidullah, dass der Shaitan anwesend ist, an deiner Haustür, wenn du rausgehst, und ein Engel ebenfalls anwesend ist an deiner Haustür. Je nachdem jetzt, was deine Absicht ist, verfolgt dich entweder der Shaitan oder der Engel unter der Fahne, unter der du bist. Den Hadith hatten wir erwähnt. Sechstens, er sagte, al-Israrul-Anidu ala mulahaqati al-insani fi kulli hala, dass der Shaitan bestrebt ist und sehr hartnäckig ist, den Gläubigen in die Irre zu führen. Und er sagt im Hadith, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, inna ash-shaytana qala wa 'izzatika ya rabbi la abrahu ughwi 'ibadaka ma damat arwahum fi ajsadihim. Dass er so hartnäckig ist und schwört bei deiner Allmacht, ich werde nicht aufhören, sie in die Irre zu führen, solange sie leben. Dann sagte Allah daraufhin, und ich bei meiner Allmacht und bei meiner Erhabenheit, ich werde nicht aufhören, ihnen zu vergeben, solange sie mich um Vergebung bitten. Das ist auch ein Hadith für diejenigen, die ständig sündigen und danach verzweifelt sind. Hier, Allah sagt, ich werde ihnen so lange vergeben, solange sie um Vergebung bitten. Das heißt, wenn du in die Sünde verfällst, geh einfach und wasch dich, indem du dein Istighfar verrichtest oder eine gute Tat an sich machst. Dann der siebte Punkt war, hier wird auch unser Iman getestet, und das sind so Türen, von wo viele Orientalisten hereinkommen in Bezug auf das Neugeborene, wenn es weint. Und manche das halt einfach nicht verstehen oder begreifen können oder ihren Verstand zu freien Lauf lassen und sagen, mein Verstand akzeptiert das nicht, wie soll der Shaitan da anwesend sein und dem Neugeborenen schaden? Und deswegen gibt es eine ganz wichtige Regel in Bezug auf das Verborgene, dass diese Regel lautet, La majala lil aqli fil ghaibiyat. Es gibt keinen Platz für den Verstand in den verborgenen Dingen. Das heißt, dein Verstand kannst du benutzen und er ist auch brauchbar in bestimmten Bereichen. Aber sobald du ihn aus diesen Bereichen herausbringst und in einen anderen Bereich reintun willst, wird es nicht klappen. Es ist genauso, wie wenn du einen Baseballschläger aus Glas benutzen willst und damit wirklich Baseball spielen willst. Kannst du dir vorstellen, was passiert? Genauso ist der Verstand. Wenn du ihn benutzt für andere Sachen, gehst du zugrunde. Und dann achtens hat mir erwähnt, dass er den Menschen Albträume zeigt und verwerfliche Dinge und Sündhaftes und versucht dich traurig zu machen, sodass du aufstehst und morgens direkt bedrückt und traurig bist, und das erfreut den Verfluchten. Und dann neuntens und letztens, das war unser genau letzter Punkt letzte Woche, Hesuhu ala an yunsi al-Abda ma fihi khayruhu wa salahuh, dass er den Menschen manchmal so beeinflusst, bis er ihn vergessen lässt. Und deswegen habe ich heute hier auch eine Zettelwirtschaft. Ich habe heute mein Buch vergessen. Also bringt er den Menschen oder bearbeitet ihn und flüstert ihn so lange ein, denk an das, denk an das, denk an das, bis er das Wichtige vergisst. Und wir haben drei Stellen im Koran, die darauf hinweisen. In Surat Yusuf, als er im Gefängnis war und die zwei Männer mit ihm drin waren und einer von ihnen rausgelassen wurde, sagte Yusuf zu ihm, Udhkurni inda Rabbik, erwähne mich bei dem Herrn, bei dem Präsidenten dieser Stadt. Fa'ansahu shaytanu dhikra Rabbi. Dann sagt Allah, so hat der Shaitan diesen Mann vergessen lassen, Yusuf zu erwähnen. Und Yusuf blieb eine ganze Zeit lang im Gefängnis. Und die bekannte Geschichte in Surat al-Kahf, als er den Fisch vergessen hat. Und einen dritten Vers in Suratul An'am. Genau. Sura 6, Vers 68, wenn ich mich erinnere. Genau. Dass der Shaitan also auch den Menschen so beeinflussen kann, bis er ihn wichtige Sachen sogar vergessen lässt. Heute zehntens, und wir fangen an. Huduruhul insana
Also, dass der Shaitan anwesend ist beim Diener und ihn verderben will. Seine Aussagen, seine Tat und ganz wichtig, seine Absicht. Und jeder hat damit zu kämpfen bei einer guten Tat. Du gehst in die Moschee rein, von dir wird verlangt, den Gebetsruf zu rufen und schon fängst du an zu zittern. Was soll ich machen? Soll ich jetzt Adhan machen? Soll ich meine Stimme verschönern? Soll ich sie nicht verschönern? Die Leute haben gesagt, bete vor. Soll ich jetzt vorbeten oder nicht vorbeten? Meine Absicht. Viele haben damit zu kämpfen. Sogar manche Geschwister haben Probleme damit, den Siwak vor den Geschwistern zu benutzen. Das sogenannte Zahnputzhölzchen zu benutzen. Warum? Ja, ich habe dann Angst, dass ich das mache und dann, ja, ich bin besser als ihr oder komm mal, ich praktiziere sogar eine Sunna, die nicht mehr praktiziert wird. In allen Angelegenheiten ist der Shaitan da. Das beste Mittel, mach die Tat und lass ihn. Und du wirst sehen, wie diese Einflüsterungen verschwinden. Also der Shaitan ist bei jedem Detail deines Lebens dabei. Hadith von Jabir, radiallahu anhu, Allahs Wohlgefallen auf ihm, an den Nabi, sallallahu alaihi wasallam, qal, vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, inna shaitana yahduru ahadakum inda kulli sha'nin min sha'nihi. Der Shaitan, pass auf, ist bei jeder Angelegenheit, von den Angelegenheiten des Muslims dabei, hatta yahduruhu inda ta'ami, sogar bei deinem Essen. Frühstück, Mittag, Abendessen, er ist dabei. Was macht er? Wir haben schon erwähnt, wenn du die Besmele nicht erwähnst, stiehlt er von deiner Speise. فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ Er sagt, wenn dir dann etwas so herunterfällt von Speise, was jedem Mal passiert, dann hebe es auf und versuche das, was da dran ist, an Staubkörner oder sonstiges wegzumachen. Und wenn das wirklich sauber ist, darfst du es essen. Wenn du dich ekelst, darfst du es weglegen, natürlich. Aber er sagt, hatta la yada'aha lish-shaytan. Lass es nicht für den Shaitan da liegen. Er ist anwesend, auch dort. فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ. Und dann ein Benimmregel bei dem Speisen, dass wenn du fertig gegessen hast, und an deinen Fingern ist noch etwas Speise, dass du versuchst, das abzulecken. Denn la yadri fi ayyi ta'amihi takunul baraka. Denn man weiß nicht, in welchem Teil der Speise der Segen ist. Rawahu Muslim, überliefert in Sahih Muslim. Also ist er bei deiner Speise dabei. Und in einem anderen Hadith, wa an Qais ibn Abi غرزة رضي الله عنه قال von قيس ابن أبي غرزة er sagte خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم der Prophet صلى الله عليه وسلم ging eines Tages oder kam eines Tages zu uns heraus ونحن نسمى السماسرة pass auf hier und wir haben über die Makler geredet das gab schon damals es Samsar ist der sogenannte Makler فقال da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam يا معشر التجار او ihr Geschäftsleute ان الشيطان والاثم يحضران البيع او ihr Geschäftsleute der Shaitan und die Sünde sind während dem Kauf und Verkauf dabei فشوبوا بيعكم بالصدقة so vermischt eure Kaufgeschäfte mit etwas von der Sadaqa warum damit die Sadaqa dieses leeres Gerede und vielleicht wurde hier nicht 100% gesagt, was an der Ware stimmt oder es wurde verheimlicht, die Ware ist gut, aber es wurde trotzdem verheimlicht, um kein... Es passiert immer beim Kaufgeschäft meistens, besonders damals bei den damaligen Arabern, ein bisschen Betrug. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, so wenn ihr das fertig gemacht habt, euer Kaufgeschäft, spendet, auf dass die Belohnung der Spende dieses leere Gerede und dieses, ich nenne es mal in Klammern, Minimalbetrug verschwindet bzw. gelöscht wird. Also ist er auch da anwesend. Er sagte, inna shaitana wal ithma yahdurani al-bay'. Der Shaitan und die Sünde sind beim Kauf und Verkauf auch anwesend. Und er sagte Sünde, weil meistens passieren dort Sünden, ob gewollt oder nicht gewollt. Elftens. Genau, eine kleine Sache noch, die Sahaba sagten Samasira.
Dieses Wort wird als Makler übersetzt. Und der Prophet kam raus und hat das umgewandelt. Er sagte, O ihr Tujar, nicht O ihr Semester, O ihr Makler. Er sagte Tujar, weil dieses Wort angeblich kein arabisches Wort ist. Er nannte sie Geschäftsleute. Ja, Ma'ashara, Tujar. 11. Al-Qu'udu li'bni Adama bi Turuq al-Khayri kulli. 11. Punkt, wo der Shaitan anwesend ist, und zwar in jedem Weg des Guten ist der Shaitan anwesend. Egal wo es heißt, hier gibt es was Gutes, er ist dort. Wa min sharri shaitan annahu qa'ada li ibni Adam ala tariqi al-haqqi wa sabili an-najati al-musili lil-jannah. Er sagt, vom Übel des Shaitans ist, dass er sitzt auf dem Weg des Guten und der Rettung, das dich zum Paradies bringt. Das heißt, wenn du weißt, dass das Wissen ein Weg zum Paradies ist, wisse, dass Shaitan da ist und es dir erschweren wird. Der Weg des Spendens, er ist da. Das Weg des Fastens, er ist da. Er ist überall anwesend. Kama yaq'udu al-qutta'u. Genauso wie die Diebe an den Seitenrändern der Straße sitzen und die Karawanen überfallen, wenn diese vorbeilaufen, oder die Fußgänger und Durchreisende. Und im Vers heißt es, قال الله لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Nach dem Dialog zwischen Allah und Iblis im Paradies, als er sagte, geh raus, du bist verflucht, du bekommst deine festgesetzte Frist, als Shaitan kurz davor war, aus dem Paradies entfernt zu werden, sagte er, لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Ich werde den geraden Weg auf dem geraden Weg sitzen, gemeint auf dem Islam. Thumma, was macht er dann? Pass auf hier. Dann komme ich von vorne. Von vorne ist gemeint, er wird die Dunya dem Menschen versüßen, sie ihm ausschmücken. Dann komme ich von vorne. Und von hinten komme ich auch. Damit ist gemeint, es gibt keine Hinten, es gibt kein Danach. Es gibt weder Hölle noch Paradies, noch Abrechnung, noch Auferstehung. Das versucht er dir einzuflüstern. Dann komme ich von rechts. Rechts ist das Symbol für das Gute, also die Hasanat. Das heißt, er wird dich so lange, ja, oder dir so lange einflüstern, bis er dich von Hasanat fernhält. Oder wenn du sie machst, dass du sie mangelhaft machst. Und ich komme auch von links, und links ist das Symbol für Schlechtes. Das heißt, er wird dir die Sünden versüßen und ausschmücken. Das heißt, er kommt von vorne, von hinten, von rechts und von links. Und manche Tafsir-Gelehrten sagten dazu, Alhamdulillah, dass er nicht sagte von oben, und mit Fauqihim, denn von oben kommt die Barmherzigkeit und der Schutz Allahs herab. Dann endet der Vers sehr verwunderlich und er sagt weiter, Wala tajidu aktharahum shakirin. Und du wirst den meisten von diesen Menschen oder von diesen Muslimen undankbar vorfinden. Hier haben jetzt die Gelehrten diskutiert. Woher wusste er die Wahrheit? Woher wusste er, dass wir undankbar sein werden? Obwohl er nur Adam im Paradies, sage ich mal, kennengelernt hat. Die Mufassirun haben eine Antwort. Sie haben gesagt, er hat geraten und der Elende hat recht gehabt. Er hat geraten. Wasadaq, subhanallah. Verinner Shaitan, Ibn Taymiyyah sagt dazu, Verinner Shaitana bi manzilati qati' at-tariq. Der Shaitan ist auf der gleichen Stufe wie ein Dieb. Kullama arada al-abdu sayran ila Allah ta'ala arada qat' at-tariq alayhi. Jedes Mal, wenn der Diener eine Reise, ja, einschlägt, wie sie auch aussieht, des Fastens, des Betens, des Spendens, ist der Shaitan da und will dich überfallen. Fa'ayyu sabilin salakaha al-insanu wajada ash-shaytana rasida. So findest du ihn vor oder hinter oder rechts oder links am Weg schon lauernd. فَإِنْ سَلَكَهَا فِي طَاعَةٍ وَجَدَهُ عَلَيْهَا يُثَبِّطُهُ عَنْهَا وَيَقْطَعُهُ. Wenn du anfängst, eine gottesdienstliche Handlung zu machen oder diese machen willst, hemmt er dich. Jeder kennt das. Du willst beten diese Nacht und dann kommt diese plötzliche, ja, mach weniger oder mach doch nicht. Er ist da und will dich abhalten und hemmen. Oder er behindert dich und wird dich dazu bringen, diese Tat langsam zu machen. Du wolltest diesen Donnerstag fasten, nächste Woche. Er hat gewonnen. Du könntest diesen Donnerstag fasten, du hast gesagt, ich faste nächsten Donnerstag. Du fastest auch, aber er hat dich wieder dazu gebracht, deine Tat zu verschieben.
Und jetzt umgekehrt, wenn der Diener aber eine Sünde begehen will, wajadahu alayha hamila, findest du Shaitan, die auf einmal alles ist leicht, man kann die Sünde ganz einfach verrichten. Wallahu khadima, sogar bedient er dich, was soll ich denn machen? Soll ich das und das? Mu'inan mumanniya, er verhilft dir und macht dir diese falschen Hoffnungen. Er macht die Sünde danach. Ist doch eh Gebet, Wudu, danach das Gebet, dann ist der Fahr, dann ist wieder ausgelöscht. Aber der Diener weiß ja nie und weiß nicht, wann seine Seele genommen wird. Möge Allah uns ein gutes Ende gewähren. Amen. Also war das Punkt Nummer 11. Er sagt dann hier weiter ein Hadith an Sabra tabni Abi Fakih hat ihn qal, von Sabra, Allahs Wohlgefallen auf ihm, er sagte, Sami'tu Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam يقول إن الشيطان قعد لابن آدم بطرق. Pass auf jetzt. In Musnad von Imam Ahmad und Sunan von Nasa'i. Der Shaitan ist bei jeder Tat oder jedem Weg des Sohn Adams, den er einschlagen will, ist er vorhanden oder ist mit dir anwesend. Als würde er mitreisen wollen, obwohl du ihn gar nicht haben willst. Er kommt aber einfach mit. فقعد له بطريق الإسلام. Hier für die Geschwister, die konvertieren wollen. Wenn er den Islam annehmen will, ist der Shaitan da und er sagt, Tuslim, willst du Muslim werden? Watadharu dinak, und unterlässt deine Religion? Wadina abaik, und die Religion deiner Eltern? Wa abai abik, und die Religion deiner Vorväter? Fa'asahu fa'aslam, dann hat der Sohn Adams sich ihm widersetzt und den Islam angenommen. Thumma qa'ada lahu bitariq al-hijra, dann will man die Auswanderung verrichten. فقال, dann kommt der Shaitan, du Hajir, du willst die Hijra verrichten? وَتَدَعُوا أَرْضَكُ, und unterlässt deine Erde, dein Wohnort, وَسَمَاءَكُ, und deinen Himmel, unter dem du schon so viele Jahre lebst. فَعَصَاهُ فَهَاجَرُ, so hat der Sohn Adam sich ihm widersetzt und die Hijra verrichtet. Da ist ein Kampf zwischen ihm und dir. ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ فَقَالَ, damals sehr viele Kriegszüge. Er sagt, du willst rausgehen in den Kriegszug und kämpfen? Tujahid, fahuwa jahdu nafsi wal mal, willst du deine Seele und dein Vermögen geben? Fatuqatil, dann kämpfst du und dann wirst du höchstwahrscheinlich getötet. Fatunkahul mar'ah, dann wird deine Frau neu verheiratet. Wa yuqsamul mal, und dein Vermögen wird aufgeteilt. Fa'asahu fajahad, so hat der Sohn Adam sich ihm widersetzt und ist in den Krieg gezogen. Er sagt hier, bemerkend zum Hadith, فَكَمْ مِنْ عَازِمٍ عَلَى الْجِدِّ سَوَّفَهُ, wie viele, die entschlossen waren, eine Tat zu verrichten, hat der Shaitan dieses سَوَّفَه verspäten lassen. Mach nächste Woche, übernächste Woche. وَكَمْ مِنْ سَاعٍ إِلَى فَضِيلَةٍ ثَبَّتَهُ, und wie viele, die eine vorzügliche Tat machen wollten, hat er davon abgehalten. وَلَا يَزَالُ يُحَبِّبُ الْكَسَلُ, und er macht dir diese Faulheit auch lieb und süß. وَيُسَوِّفُ الْعَمَلُ, und lässt sich deine Taten verschieben. Jeder von uns kann sich fragen, wie viel Khair er schon vorhatte. Ich wollte dieses Buch lesen. Ich wollte Umrah und Hajj machen. Für Geschwister, die besonders jetzt in Corona-Zeiten die Hajj und Umrah immer verspätet haben, die beißen sich doch jetzt in die Hände und Füße und Arme und alles, weil es so schwer geworden ist, jetzt die Hajj und der Umrah zu verschieben. Und genau das ist dieser Taswif. Ja, morgen, ja, nächstes Jahr, nächstes Jahr, nächstes Jahr, bis die Chance nicht mehr da ist. Und dann bereut man es. وَيُسْنِدُ الْأَمْرَ إِلَى طُولِ الْعَمَلِ, er kommt und sagt, ah, du bist noch jung, lange Lebenserwartung, beziehungsweise falsche Hoffnungen in sich tragen. وَكُلَّمَا كَانَ الْفِعْلُ أَنْفَعَ لِلْعَبْدِ, und wisse das, wenn die Tat von großem Nutzen für dich ist, وَأَحَبَّ إِلَى اللَّهِ, und sehr beliebt ist bei Allah, كَانَ اعْتِرَادُ الشَّيْطَانِ لَهُ أَكْثَرُ, wird der Shaitan sich erst recht in deinen Weg schmeißen, ja förmlich hinlegen, damit du stolperst oder es gar nicht durchgehst. Guck mal, wie beharrlich und motiviert er ist. Er bekommt nichts, weder Hasanat, noch wird er dann von der Hölle gerettet, noch bekommt er irgendwas Positives. Er hat nichts davon. Es ist einfach sein Neid und sein Hass gegenüber den Menschen. Und schau mal, wie er arbeitet, Tag und Nacht, und er bekommt nichts. Und wir wissen, dass wenn wir gut arbeiten, für jede Tasbih,
Für jedes Atom an Guten werden wir sehen. Und trotz alledem lassen wir uns hier von seinem Taswif morgen, morgen, morgen verspäten. Oder Kessel, Faulheit, was auch von ihm kommt, lassen wir uns beeinflussen. Und er bekommt nichts. Er weiß sogar, dass er in der Hölle schmoren wird und ist Tag und Nacht beschäftigt. Subhanallah. Dann ein weiterer Hadith, wo man sieht, dass er anwesend ist. Wir haben gesehen, bei denen, die den Islam annehmen wollen, ich will gar nicht wissen, wie diese Geschwister kämpfen mit Shaitan und teilweise bestimmt mit Familienangehörigen. Subhanallah. An Abi Hurairah radiallahu anhu qal. Von Abu Hurairah, Allahs Wohlgefallen auf ihm, er sagte, qala Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, der Prophet sallallahu alayhi wa sallam, er sagte, idha nudiya bis salah, wenn der Adhan ertönt, also zum Gebet gerufen wird, adbara shaytanu wa lahu durat, verschwindet der Shaitan und rennt wirklich so schnell er kann und hat dabei einen Durat. Und dieser Durat ist tatsächlich, pass auf hier, ja das, was aus dem Gesäß herauskommt. Er lässt einen fahren, er lässt Luft raus. Und die Gelehrten haben wirklich diskutiert, warum er das macht. Und da haben die einige Sachen erwähnt. Von den zwei, drei interessantesten ist, dass wenn zum Gebet gerufen wird, er damit aufzeigen will, ich verliere gerade mein Wudu, ich werde nicht zu den Betenden gehören. Deswegen verliert er Luft. Oder er lässt Luft raus, um diesen Adhan nicht zu hören. Und drittens, dass er an sich ja, Respektlosigkeit gegenüber dem Gebet und gegenüber diesen wunderschönen Wörtern, die gerufen werden, Allahu Akbar, La ilaha illallah und so weiter. Was macht er? Ja, er lässt einfach Luft hinaus. فَإِذَا قُدِيَ أَقْبَلْ, wenn dann der Adhan vorbei ist, kommt er zurück. فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرْ, dann wird zu Iqama gerufen, dann haut er wieder ab. فَإِذَا قُدِيَ أَقْبَلْ, wenn die Iqama vorbei ist, kommt er wieder zurück. Guck mal, seine Beharrlichkeit hier schon wieder. حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْإِنسَانِ وَقَلْبِهِ, das will er, bis er zwischen dem Betenden und dem Herzen ist. فَيَقُولْ, dann sagt er, اُذْكُرْ كَذَا وَكَذَا, gedenke an dies und denke an jenes. حتى لا يدري أثلاثا صلى أم أربعة, bis er dann nicht mehr weiß, der Betende, habe ich drei oder vier Rakaat gebetet. فإذا لم يدري ثلاثا صلى أو أربعة, wenn der Diener dann nicht weiß, ob er drei oder vier gebetet hat, سجد سجدتي السهوي, رواه البخاري, dann soll er die sogenannten zwei Vergesslichkeitsniederwerfungen verrichten. Und das alles kommt vom Shaitan. والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه, und wenn der Diener im Gebet steht, wird der Shaitan extremst eifersüchtig und neidisch und es reizt ihn. فإنه قام في أعظم مقام وأقربه وأغيظه للشيطان, denn der Diener steht gerade in einer Position, die gewaltig ist und sehr nahe ist zu Allah subhanahu wa ta'ala, und es ist die Position, die den Shaitan am meisten in Zorn fallen lässt. وَأَشَدِّهِ عَلَيْهِ, und es sind auch seine schwersten Momente, wenn er den Diener sieht, wie er gerade Kontakt zu seinem Herrn hat. فَهُوَ يَحْرِسُ وَيَجْتَهِدُ كُلَّ الْإِجْتِهَادِ أَنْ يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَلْبِهِ, so versucht er alles und ist extremst bestrebt danach, zwischen dir und deinem Herzen zu kommen. Und das ist das Gewaltigste am Gebet. Wenn dich jemand fragt, was ist der Sinn des Gebets, sag ihm, Hudurul Qalbi, die Anwesenheit des Herzens. Es geht im Gebet um nichts außer darum. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Innal musalliya yunaji rabbahu, der Betende spricht ja zu seinem Herrn. Das ist das Heftigste überhaupt vom Gebet. Maqsadu salah, das Ziel des Gebets, dass dein Herz anwesend ist und du für diese paar Minuten mit deinem Herrn in Kontakt kommst. Aber der verfluchte Shaitan will diesen Kontakt oder diese Beziehung zu ihm stören. Wir haben ja gesagt, er sagt, denk an dieses und denk an jenes. Also wisse, dass das das Hauptziel ist im Gebet. Jedes Mal, wenn du da stehst, das Hauptziel ist, dass dein Herz anwesend ist. Und du weißt, vor wem du dich da gerade niederwirfst und beugst und dein Gesicht auf den Boden legst. Das ist eine heftige Tat eigentlich. Aber durch das tägliche
tut man das nicht so wirklich verinnerlichen, was ich gerade mache. Wenn dir einer sagt, leg dein Gesicht vor dem und dem Mann, sagst du, wirst du niemals machen, weil du genau weißt, was es heißt, Gesicht auf den Boden zu legen. Aber wenn du das verinnerlichst im Gebet, ich lege mein Gesicht vor Allah, das ist eine gewaltige Tat. Und er ist da und will dich durcheinander bringen. So fängt er an, den Betenden an Dinge zu denken, an die er vorher nicht gedacht hat. So, dann haben wir das auch gleichzeitig. Hatta rubbama kana qad nasiya shay'a wal haja. Er sagt, hier schmunzeln natürlich immer viele, manchmal hat man Sachen vergessen, schon jahrelang. وَأَيْسَ مِنْهَا und man hat die Hoffnung verloren, dass man diese jemals findet, فَيُذَكِّرُهُ إِيَّاهَا فِي الصَّلَاةِ. So kommt der Shaitan und tatsächlich erinnert er dich im Gebet daran. Du kriegst zwar deine Sache, aber Hauptsache, du warst im Gebet nicht voll anwesend. Und da ist der Shaitan und weiß genau, dass es hier die heftige Belohnung gibt. Hauptsache, ich lenke ihn ab. لِيَشْغَلَ قَلْبَهُ بِهَا, damit er dein Herz dadurch ja ablenkt. وَيَأْخُذَهُ عَنِ اللَّهِ. Guck mal, was ein Satz. وَيَأْخُذَهُ عَنِ اللَّهِ. Und damit er dich dann nimmt von Allah weg. Du stehst gerade vor Allah mit deinem Herzen. Er kommt mit seinen Sachen und komm mal her. Denk an dieses, denk an jenes. Weißt noch gestern, weißt noch später machst du dieses und jenes. يَأْخُذَهُ عَنِ اللَّهِ. Er nimmt ihn weg von Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِهَذَا سَأَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا النَّبِيُّ. Und deswegen fragte Aisha dem Propheten radiallahu anha, lass wohlgefallen auf, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, anil iltifati fi salah. Sie fragte ihn nach dem Umherschauen im Gebet. Hat bestimmt jeder gesehen, dieses links, rechts, Umherschauen. Manche drehen wirklich Kopf nach links und rechts. Faqal, dann sagte der Prophet, huwa ikhtilasun. Es ist ein Diebstahl. Es ist ein Clown oder ein Diebstahl. Yachtalisuhu shaytanu min salatil abdi, rawahu Muslim. Der Shaitan stiehlt von deinem Gebet. Du musst wissen, dass wenn du sagst Allahu Akbar bis zum Taslim, diese ganze Zeitspanne gibt es Hasanat. Hasanat, Hasanat, Hasanat. Für die Momente, in denen du wirklich anwesend warst. Was macht jetzt Shaitan? Der kommt zwischen dir und deinem Herz, damit du nicht anwesend bist und weniger Hasanat bekommst. Dazu noch lässt er dich nach links und rechts schauen. Und er sagt hier, er stiehlt dir etwas. Das heißt, er klaut dir von deinem Gebet Hasanat. Schau nicht nach links und nach rechts. Deswegen von der Sunna, dahin zu schauen, wo man sich niederwirft, beziehungsweise der Platz der Sajda. Genau. Dann Punkt 12. دخوله في العبد إذا تثاءب ولم يضع يده على فيه. Eine Sache ebenfalls, die mit dem Benehmen zu tun hat, und zwar, dass er eindringt in den Menschen, wenn dieser gähnt und seine Hand nicht vor den Mund legt. An Abi Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, von Abu Sa'id al-Khudri, Allahs Wohlgefallen auf ihm, er sagte, dass der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, er sagte, إذا تثاءب أحدكم فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ. Wenn jemand von euch gähnen muss, dann soll er seine Hand auf seinen Mund legen. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ, رواه مسلم. Denn der Shaitan dringt ein, wenn du es nicht machst, überliefert in Sahih Muslim. Und im zweiten Hadith in Bezug auf dieses Kapitel, وَعَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, von Abu Huraira, lass wohlgefallen auf ihm, قال, er sagte, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, At-tatha'ubu min ash-shaytan. Das Gähnen an sich ist vom Shaitan. Fa-idha tatha'aba ahadukum, falyaruddahu mastata'a. Wenn dann jemand von euch gähnen muss, dann soll er es bekämpfen, so gut er kann, dieses Mund zu halten. Fa-inna ahadakum, idha qala ha, dahika ash-shaytan. Wenn du dann aber gähnst und diesen Ton von dir rauslässt, ha, dann lacht dich der Shaitan aus, Rawahu al-Bukhari, weil er mag es, wenn du faul wirst und müde bist und tatenlos da sitzt. Das erfreut ihn und so lacht er dich aus. 13. Shurbuhu ma'al abdi idha shariba qa'ima. Bismillah.
dass der Shaitan trinkt mit dem Diener, wenn dieser stehend trinkt. An Abi Huraira radiallahu anhu, an den Nabi sallallahu alaihi wasallam, von Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, annahu ra'a rajulan yashrabu qa'ima, sah ein Mann, der stehend Wasser getrunken hat. Faqala lah, so sagte er ihm, qih, übergib dich. Qala limah, der Mann sagte, wieso? Qal, ayasurruka an yashraba ma'aka al-hir. Er sagt, wärst du damit zufrieden, wenn eine Katze mit dir aus dem gleichen Behälter trinken würde? Qalala, er sagte nein, wegen dem Ekel. Katze trinkt mit dir vom gleichen Behälter. Qalala, er sagte nein. Qala fa'innahu qad shariba ma'aka man huwa sharrun minh. Er sagte, wisse, dass jemand Übles mit dir getrunken hat. Ash-Shaytan, der Shaytan. Das heißt, wenn du stehend trinkst, trinkt der Shaytan mit dir. Es gibt aber Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam stehend gesehen wurde, wie er trinkt. Semsem, soweit ich weiß, wurde er sehend gesehen. Und dann kommen die Fiqh-Gelehrten und sagen, es ist immer groß, es ist verpönt und keine großartige Sache. Und damit hat sich die Sache erledigt. Aber gibt immer einen Unterschied zwischen einem Urteil und der Sunna. Die Sunna ist sitzen zu stehen. Wenn du aber stehend stehst, trinkt der Shaitan mit dir. Ist es Makruh oder Haram? Ist es genau wie wenn du mit der linken Hand isst? Ist es verpönt oder Haram? Das ist Diskussion bei den Fiqh-Gelehrten. Dann, 14. Komm langsam zum Ende der Übel der Shayatin. Das sind noch ein paar Punkte. Dann kommen wir nämlich zu den Schutzarten. Wie kann man sich schützen? Auf jeden Fall, 14. Er sagt, عقده على رأس العبد إذا نام ثلاث عقد. Den Hadith hatten wir in Bezug auf Qiyamul Layl, dass der Shaitan drei Knoten befestigt an deinem Kopf oder an deinem Nackenwirbel, wenn dieser schlafen geht. إن العبد إذا نام عقد الشيطان على رأسه عقدا ليمنعه من القيام. Wenn der Diener schlafen geht, befestigt der Shaitan Knoten an dem Kopf des Dieners, damit dieser nicht zum Qiyamul aufwacht. Und ihn vom Guten abhält an sich, min Qiyamin, von Qiyamul Layl, wa Tilawa, und von der Koranlesung, wa Dhikrin, und Dhikr, wa Istighfar, und dem Istighfar. Der Beweis, an Abi Huraira radiallahu anhu, von Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, er sagte, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagte, ya'qidu ash-shaytanu ala qafiyati ra'si ahadikum, idha huwa nama thalatha uqad. Wenn der Diener schlafen geht, ist der Shaitan wieder da. Der ist immer da beim Trinken, beim Schlafen, beim Träumen, bei deiner Geburt, bei deinem Tod sogar. Dazu kommen wir auch noch. Er ist überall da. Und wenn du schlafen gehst, ist er da und befestigt drei Knoten an deinem Nacken. Yadribu ala makani, makani kulli uqdatin, alayka laylun tawil. Während er festzieht, sagt er, du hast eine lange Nacht Schlafgut. Du hast eine lange Nacht Schlafgut. Du hast eine lange Nacht. Dreimal. Wenn der Diener nun aufwacht, wenn der Diener nun aufwacht und Allahs gedenkt, das Mitgebet beim Aufstehen, löst dich ein. Wenn du dieses Mitgebet sprichst, löst dich ein Knoten. Wenn du dann dein Wudu verrichtest, wird ebenfalls ein Knoten gelöst. Wenn du dann das Gebet verrichtest, löst sich der dritte Knoten, so wacht er auf und ist aktiv und voller Tatenkraft und wach und fühlt sich wohl in seiner Seele, in seiner Haut. Und wenn nicht, wacht er auf, ja, mit einer engen Brust, Keslan, faul, wird am liebsten weiterschlafen. Das kommt vom Shaitan. Dann sagt Imam an-Nawawi dazu noch in Sahih Muslim der Erklärung: وظاهر الحديث أن من لم يجمع الأمور الثلاثة, wer diese drei Dinge nicht
hintereinander sagt oder alle sagt, وَهِيَ الذِّكْرِ, es ist der Dhikr beim Aufstehen, وَالْوُضُوْ, und die Gebetswaschung, وَالصَّلَاةُ, und das Gebet, فَهُوَ دَاخِلٌ فِي مَا يُصْبِحُ خَبِيثًا نَفْسِ كَسْلًا, so gehört er zu der Gruppe, die faul und tatenlos aufwachen und sich faul fühlen und unwohl. قَدْ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنَيْهِ, diesem hat der Shaitan in sein Ohr uriniert oder in seine Ohren uriniert. عن ابن مسعود رضي الله عنه, der Beweis dafür, dass der Shaitan ebenfalls uriniert, das sind auch Sachen, die man einfach glauben muss, in Sahih Bukhari und Muslim von Abdullah ibn Mas'ud, Allahs Wohlgefallen auf ihm, er sagte, ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam wurde ein Muslim erwähnt, der die ganze Nacht durchgeschlafen hat, bis der Morgen eingebrochen ist. قال, dann sagte er sallallahu alaihi wasallam, ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه, أو قال في أذنيه, er sagt, dieses ist eine Person, dem der Shaitan in seine Ohren oder seinem Ohr uriniert hat, weil der Überlieferer sich ja gezweifelt hat, hat er Ohren gesagt oder Ohr. وَأَيُّ اسْتِهَانَةٍ أَعْظَمُ مِنْ هَذِهِ, also guck mal, wie verachtend, wie Iblis oder wie Shaitan den Mensch verachtet und ihn erniedrigen will. Er kommt und benutzt sein Ohr als Toilette. حَيْثُ سَيَّرَهُ كَنِيفًا مُعَدَّ لِلْقَاذُورَاتِ, also dein Ohr benutzt er für seine unreinen Substanzen. لَا حَوَلَا وَلَا خُوَتِ لَبِي, نَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَ, möge er uns bewahren, amin. Al-Khamis Asher, nächster Punkt, بَيْتُوتَتُهُ عَلَى خَيَاشِيمِهِ أَوْ عَلَى خَيَاشِيمِ الْعَبْدِ إِذَا نَامْ, der Shaitan übernachtet auf der Nase des Dieners, wenn dieser schlafen geht. Ebenfalls eine Sache, die man glauben muss, ohne viel sein Verstand zu strapazieren. An Abi Huraira radiallahu anhu, von Abu Huraira, das Wohlgefallen auf ihm, an der Nabiya sallallahu alaihi wasallam, قال, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, das machst du noch, bevor du dein Abdes verrichtest, schnaubst du dreimal deine Nase kurz ab. Oder wenn du nachts einfach wach wirst und weder willst du beten, einfach du willst kurz auf Toilette gehen, schnaub mal deine Nase dreimal ab oder aus. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشِيمِهِ, denn der Shaitan übernachtet an dieser Stelle, Nasenposition. Überliefert in Sahih al-Bukhari, beziehungsweise an der höchsten Stelle deiner Nase. Dort übernachtet er. 16. أَنَّهُ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ, Subhanallah, dass er im Sohn Adam so fließt wie in den Adern wie das Blut. قال النبي صلى الله عليه وسلم, der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte, إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم, رواه البخاري, gewiss der Shaitan fließt im Sohn Adams genauso wie das Blut in den Adern fließt. وجري الشيطان من الإنسان مجرى الدم على ظاهره, er sagt, und das Fließen des Shaitans in Bezug auf den Menschen nimmt man offensichtlich. لا يفارقه, das heißt, لا يفارقه الإنسان, er trennt sich nie vom Menschen, genauso wie das Blut die Adern niemals verlässt, außer in Punkt, Punkt, Punkt. Aber ansonsten ist das Blut in deinen Adern und genauso ist der Shaitan immer bei dir anwesend. كما لا يفارقه دمه, genauso wie das Blut deinen Körper nicht einfach so verlässt. فاشترك في شدة اتصال وعدم المفارقة, also hat das Blut und der Shaitan des Menschen etwas gemeinsam. Das Blut ist extrem nahe bei dir, also in deinen Adern drin, وعدم المفارقة, und es trennt sich auch nicht von dir, dein Blut, wie gesagt, außer in Fällen, und genauso ist der Shaitan. Er ist ständig bei dir extrem nah und löst sich auch nicht von dir, außer in bestimmten Stellen. السابع عشر, 17. نفخه في منخري العبد إذا غنى, das ist ein Hadith, den hört man eigentlich nie oder sehr selten, dass der Shaitan in die Nase des Dieners pustet, wenn dieser singt.
Sa'ib ibn Yazid, radiallahu anh, von Sa'ib ibn Yazid, Allahs Wohlgefallen auf ihm, anna mra'atan ja'at ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Eine Frau kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, faqal. Dann sagte er, ja Aisha, ata'rifina hadhi? O Aisha, kennst du diese Frau? Qalat la, sie sagte nein, ja Nabi Allah, nein, o Prophet Allahs. Faqal hadhi qaynatu bani fulan. Er sagte, das ist die Sängerin vom Dorf so und so. Tuhibbina an turaniki, möchtest du, dass sie dir etwas vorsingt? Qalat na'am, Aisha sagte ja, sollen sie mir was vorsingen? Farannetha, dann hat diese Sängerin etwas gesungen. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, qad nafakha ash-shaytanu fi mankhiriha. Der Shaitan hat in ihre Nase ja, eingehaucht, reingepustet, überliefert den Musnad von Imam Ahmed und er ist sahih. Hier sagen manche, es war wahrscheinlich ein Eid-Tag, also ein Feiertag, entweder Eid al-Adha oder Eid al-Fitr oder ein sonstiger anderer Eid einer bestimmten Person, der aus einer Reise kam oder sonstiges. Oder es war, bevor noch die Musik für Haram erklärt wurde, so hat er dieser Frau erlaubt, zu singen. Genau. Wie gesagt, der Autor zählt jetzt alle Dinge auf, wo der Shaitan und wann er immer anwesend ist beim Menschen. Ich habe hier noch 18 und 19 und dann ist auch fertig. Genau, das machen wir noch zu Ende. Also, dann sagt er 18 sind es. Ijtiyaluhu al-Abda an dinihi bitahrimihi al-Halala wa da'watihi lil-Shirki wal-Bid'ati. Er entfernt den Menschen, er will ihn entfernen von seiner Religion. Mit tahrimihi al-halal, indem er das Halal für Haram erklärt, wa da'watihi al-shirk, er will dich zur Beigesellung rufen, wal bid'ah und zur Erneuerung. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, fima yarwi an rabbihi, das was er über seinen Herrn überliefert, also ein sogenannter Hadith Qudsi oder Qudusi, göttlicher Hadith. Allah sagte, inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Allah sagt, ich habe meine Diener alle erschaffen. Wenn sie geboren werden, sind sie alle auf dem Tauhid. Wa innahum atathumu shayatin. Dann kamen die Shayatin, fajtalathum. So haben die Shayatin die Menschen entfernt, an dinihim, von ihrer Religion, von diesem Tauhid, auf dem sie waren. Im anderen Hadith heißt es, dass die Eltern des Neugeborenen dann zum Juden, zum Christen und so weiter erziehen. وحرمت عليهم ما أحللت لهم. Und die Shayatin haben diesen Menschen dann für Haram erklärt, was Allah für Halal erklärt hat. وأمرتهم أن يشركوا بي وأمرتهم. Und die Shayatin haben dann diesen Menschen befohlen, Beigesellung zu betreiben. ما لم أنزل به سلطانا, wofür ich aber keinen Beweis herabgesandt habe. وهذا الحديث العظيم القدر الجليل الشأن يتضمن أصلين عظيمين مقصودين لأنفسهما. Er sagt, dieser Hadith beinhaltet zwei gewaltige Säulen, und zwar erstens عبادته وحده لا شريك له, dass man Allah subhanahu wa ta'ala allein und einzig anbetet, ohne ihm etwas beizugesellen, und zweitens أنه إنما يعبد بما شرعه وأحبه وأمره, und dass man Allah subhanahu wa ta'ala nur mit Dingen anbetet, die er erlaubt hat und die er liebt und die er anbefohlen hat. Das heißt, der Schirk und die Bid'a werden entfernt. Ibn al-Qayyim sagte, وَهَذَانِ الْأَصْلَانِ هُمَا الْمَقْصُودُ الَّذِي خُلِقَ لَهُ الْخَلْقُ. Er sagt, aufgrund dieser zwei Säulen wurden die Geschöpfe erschaffen. وَضِدُّهُمَا الشِّرْكُ وَالْبِدْعَةُ. Und das Gegenteil davon ist Schirk und Bid'a. فَالْمُشْرِكُ يَعْبُدُ مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ. So dient der Götzendiener mit Allah einen anderen an. وصاحب البدعة يتقرب إلى الله بما لم يأمر به ولم يشرعه ولا أحبه. Und der Mann bzw. die Person der Bid'a versucht sich Allah subhanahu wa ta'ala zu nähern durch Dinge, die er nicht anbefohlen hat und die er auch nicht erlaubt hat, noch liebt er diese Dinge. Genau.
Dann 19. und letztens. Ja'aluhu al-'abda yatahawana fi sara'iri dhunub. 19. Punkt, das 19. Übel vom Shaitan, dass er bestrebt ist und dem Diener einhaucht, die kleinen Sünden als harmlos anzusehen. An Abi Huraira radiallahu anhu, von Abu Huraira, Allahs Wohlgefallen auf ihm, er sagte: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Inna shaytana qad aysa an yu'bada bi ardikum hadhi. Er sagte: Der Shaitan hat die Hoffnung aufgegeben, dass er euch hier auf eurer Erde anbetet. Gemeint war damals in Mekka oder Medina. Walakin qad radiya minkum bima tuhaqqirun. Was er aber von euch gerne hat, ist, dass ihr Sachen für gering schätzt. Dann der letzte Satz des Autors hier bemerken zum Hadith. Awatadri ma muhaqqiratu dhunub. Weißt du denn, was die harmlosen Sünden sind und an die man für gering schätzt? Innaha dhunubu allati yastasghiruha al-'abd. Es sind Sünden, die der Diener für klein sieht. Wa la yubali. Und die er auch nicht für wichtig oder etwas Schlimmes sieht. Fayaqa'u fiha bighayri hisab. So verfällt er in ihnen immer und immer wieder. Und der Shaitan ist da immer anwesend und sagt: Ja, stimmt, die sind klein, mach nochmal, mach nochmal, das sind kleine, kleine. Und er weiß nicht, dass Ozeane entstehen durch Tropfen und Berge durch kleine Sandkörner. Was passiert dann? Genau das, was die Tauba, was das Gegenteil der Tauba ist. Al-Israr, er wird darauf beharrlich bleiben. Und wir hatten damals, vor Ramadan, haben wir über die Tauba geredet und einen ganz wichtigen Satz von Ibn Rajab erwähnt. Als er sagte: "Wat-taubatu hiya tarkul israr." Ibn Rajab sagte, die wahre Tauba ist das Unterlassen der Beharrlichkeit auf einer Sünde, auch wenn sie klein ist. Das waren 3 Wochen in Bezug auf das Übel des Shaitans. Ab nächster Woche, inshallah ta'ala, fangen wir dann an mit Al-Hissen, der sogenannte Schutzwall, bestimmte Schutzarten, wie man sich vom Shaitan schützen kann. Und der erste Punkt sagt er hier: Al-Hissen al-Awwal al-Ikhlas. Und dann fängt er an, mehrere Punkte aufzuzählen, wie man sich vom Shaitan schützen kann. Hadha wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Schneid gleich. So, wo ist das hier? Ah, das habe ich gemacht. Bismillah. Genau, also wie immer ganz viele Salams. Wa alaikum salam, Sarah Hakzi und Co. Sebastian Nachname. Assalamu alaikum. Wie kann Shaitan von der Speise gegessen haben, wenn die Menge scheinbar genau dieselbe ist, wie es war? Genau das sind, Bruder Sebastian, die Dinge, die wir halt nicht sehen und nicht begreifen. Es steht nun mal im Hadith, dass der Shaitan davon isst. Du siehst, davon wird aber nichts weniger. Der Krümel oder das Stück Essen, was dir herabgefallen ist, ist immer noch so. Du sagst beispielsweise: Ich lasse mal das Ding da. Und im Hadith steht ja, dass der Shaitan davon essen wird. Und morgen ist das Stück Essen genau noch da. Das ist, was wir sagen. Amanna billah. Fertig. Wir glauben daran und versuchen, unseren Verstand da nicht zu vertiefen. Es ist genauso wie mit Pein im Grab. Wir wissen, dass im Grab es Pein und Wonne gibt. Wenn wir jetzt aber ein Grab öffnen von einem Ungläubigen, wir sehen weder Strafe noch Feuer noch sonstiges. Und von einem Gläubigen machst du das Grab auf, siehst du ebenfalls wieder Wonne. Obwohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, sein Grab wird ausgestattet mit grünem Gewächs und wunderbaren Düften. Und ein Vorgarten ist im Paradies. Du machst auf, du siehst nur Erde. Was machen wir hier? Wir glauben daran und der Rest ist im Verborgenen. Genau. Talha, assalamu alaikum, alaikum salam, Talha. Abdul Latif, Rauli, Sheikh Abdul Latif, das ist Sheikh Abdul Latif, Barakallahu fiik, wa alaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Einer löst sich beim Aufstehen, einer beim Wudu und einer beim Beten.
Genau. Sebastian Nachname. Bezüglich des Trinkens im Sitzen habe ich gehört, es gibt hier einen Unterschied, ob man tagsüber trinkt oder in der Nacht. Habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt. Vielleicht kannst du ja da uns was schicken, schnell ein Hadith oder eine Aussage oder sonstiges. Tugba Kazak, Assalamu alaikum, was kann man gegen das Aufschieben machen? Wa alaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Dass du, der sogenannte Taswif, das Aufschieben der Tat, dass du dir verinnerlichst, dass du dazu niemals kommst. Das ist doch ganz einfach. Wer hat dir garantiert, dass du sagst, ich faste diesen Donnerstag, nicht ich faste nächsten Donnerstag. So, jetzt bist du damit zufrieden und sagst, okay, heute faste ich nicht. Und du willst verschieben oder aufschieben. Was du dagegen machen kannst, ist die zu vergewissern, dass du verinnerlichst, dass du keine Garantie dafür hast, dass du nächste Woche erreichst. Damit kämpft ja jeder. Morgen, morgen, später, später. Aber wer hat gesagt, dass du morgen und später erreichst? Eben noch Omar und Omar sagten, wenn du den Morgen erreichst, erwarte dich den Abend. Und wenn du den Abend erreichst, erwarte dich den Morgen. Und Allah subhanahu wa ta'ala ruft in zig Versen auf, Sari'u, beeilt euch, Sabiqu, wetteifert, Tanafus, eine Art Beeilen in Bezug aber auf Wettstreit. Allah sagt, sieht diese ganzen Hasanat als Wettstreit und Sari'u, beeilt euch zu den Hasanat. Wa Sabiqu, mach einen Wettstreit mit deinen Geschwistern. Hauptsache, du bist da als erstes. Eigenschaft der Propheten, Kanu Sari'una fil Khairat, wenn es um Khair ging, haben sie den Isra verrichtet. Sind sofort hingespurtet und waren die Ersten da. Und deswegen dieses Verschieben, es reicht schon, wenn du hier fragst, Tugba, wenn du fragst, was kann man dagegen aufschieben, machen, es reicht schon, dass du weißt, dass es vom Shaitan ist. Einfach dem Shaitan nicht gehorchen. Das ist die größte Motivation, weil er ist ja für den Taswif da. Mach später, mach morgen. Das Beste, was du machen kannst, diesem Befehl von ihm nicht zu folgen. Baku Islam, Assalamu alaikum, alaikum salam. Kann der Shaitan die Gestalt von einem Menschen oder Tier annehmen? Wir haben in Sahih Bukhari den langen Hadith von Abu Huraira, radiallahu anhu, als er beauftragt wurde, die Speisekammer zu bewachen und da einen Mann vorgefunden hat, der gerade am Stehlen war. Abu Huraira wollte ihn packen und zum Gesandten Allahs bringen. Daraufhin hat der Mann gebettelt, bitte, bitte, ich habe arme Kinder, dies und das. Hat Abu Huraira ein weiches Herz bekommen, hat ihn gehen lassen. Am nächsten Tag war der gleiche Mann wieder da. Abu Huraira hatte das gleiche vor. Am dritten Tag war der Mann wieder da und sagte Abu Huraira, diesmal gibt es keine Entschuldigung, diesmal nehme ich dich mit zum Propheten. Und da war in menschlicher Gestalt. Und dann sagt er, ich sage dir eine Sache, die, wenn du sie verrichtest, dass der Shaitan dir nicht nahe kommen wird, wenn du zu Bett gehst. Lese Ayatul Kursi. Daraufhin ließ er ihn frei, weil die Shayatin wissen ganz genau, wir wissen es hungrig, Abu Huraira ist. Und dann ging er zum Propheten und sagte, ja, Rasulallah, so und so ist passiert. Dieser Mann sagte, Ayatul Kursi, vor Schlafen gehen kommt mir kein Shaitan nahe. Stimmt das? Sagt er, Sadaqaka wa huwa kadhub. Sadaqaka. Er hat die Wahrheit gesprochen, obwohl er ein ständiger Lügner ist. Dann sagt er, weißt du, wer dein Freund sinngemäß da ist, mit dem du 3 Tage verkehrst? Es ist der Shaitan. Also sagen die Gelehrten hier, dass die Shayatin in menschlicher Gestalt sich verwandeln können. Aber es ist genauso wie mit den Engeln. Die Engel können auch menschliche Gestalt bekommen. Nur gibt es einen großen Unterschied. Manche sagen, gibt es das heutzutage immer noch? Und wenn ja, wer würde uns das sagen? Damals hatten sie den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, der das Verborgene kennt. Und deswegen, als einige Gelehrte heutzutage gefragt wurden in Bezug auf die Engel, sie sagten, es kann sein, dass es noch passiert, aber es gibt keinen, der uns das berichten kann und keiner, der uns das sagen kann. Genau. Und es ist auch eigentlich unwichtig. Ja, Tiere auch. Sie sah im Hadith steht, die Schlange und der schwarze Hund, genau, macht Iblis persönlich auch Einflüsterung oder macht das nur seine Armee? Nein, natürlich, alle machen das.
Iblis damals, verwaswasa, ja, Iblis in Surat Taha wird explizit erwähnt, dass Iblis Adam und Eva angehaucht hat, eingeflüstert hat. Sebastian Nachnamen. Bezüglich Musik, habe ich was verpasst? Macht Iblis persönlich auch Einflüsse? Genau, hatte ich. Dann wieder bezüglich Musizieren. Ist es erlaubt, dass man gelegentlich hobbymäßig und nur für sich trommelt? Trommeln für Männer ist nicht erlaubt. Das ist die gängige Meinung der Gelehrten. Und manche sagten sogar, es ist, gehört zu den Taten der Frevler, dass man rumtrommelt. Tubak sagt, was hat der Shaitan mit dem bösen Blick zu tun? Al-Hasad, Neid. Ibn al-Qayyim sagt, dein Blick, dein böser Blick, den du deinem Bruder oder deiner Schwester verpasst, da kommt wirklich etwas heraus. Wie entsteht der? Durch den Neid im Herzen. Wer haucht den Neid ein? Der Shaitan. Sebastian, Nachname nochmal. Was sind Sara'ir al-Dhunub? Es gibt nichts Kleines, meiner Meinung nach. Genau, das ist deiner Meinung nach, genau. Das ist die Einteilung der Gelehrten der Sünden. Kabair und Sara'ir, genau. Die sogenannten Kabair und Sara'ir. Allah subhanahu wa ta'ala hat darauf hingewiesen, Sebastian, wenn du dir in Surat al-Najm, der Stern, Vers, Punkt, 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 sagt Allah, الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا لَمَنْ. Es sind diejenigen, die die großen, abscheulichen Sünden unterlassen, außer die Lämmern. Was sind die Lämmern? Die Lämmern sind die kleineren als diese. Und deswegen haben die Gelehrten Bücher verfasst in Kabair und die Sara'ir, alles was nicht Kabair ist. Imam al-Dhahabi hat sein Buch geschrieben, Al-Kabair, über 70 große Sünden aufgezählt. Es gibt die, wie soll ich sie nennen, diese Antwort? Keine wissenschaftliche, sondern moralische Antwort. Genau, dass man sagt, achi, jede Sünde ist groß, weil sie sagen, weißt du denn nicht, vor wem du dich da eigentlich widersetzt? Vor Allah. Also ist jede Sünde eigentlich gewaltig. Aber du musst wissen, dass es für jede Sünde eine andere Strafe gibt. Wenn es für Sina Höllenfeuer gibt, kannst du nicht vergleichen mit einer kleinen Sünde wie zum Beispiel, ja, such dir aus alles, was außerhalb den großen Sünden ist. Aber um dich zu verbessern, Sebastian, es gibt nichts Kleines, meiner Meinung nach, stimmt nicht, weil Allah hat diese Einteilung gemacht in Surat al-Najm, wie ich erwähnt habe. Er erwähnte die großen, abscheulichen und dann die sogenannten Lämmern, die kleinen. King Spiro. Assalamu alaikum, Sheikh. Wa alaikum salam. Was ist das? Ja. Wenn man den mehr über den Koran lernen möchte, wie sollte man am besten vorgehen? Ein Lehrer suchen. King, such dir einen Lehrer. Genauso wie in der Schule man einen Lehrer braucht und einen Lehrer. Ein Lehrer scannt dich von oben bis unten, weiß, welche Stufe du hast und er sagt dir dann, fang mit dem Buch an und danach dem Buch und dem Buch. Dieses alleinige Lernen ist eine Notsituation nur. Man lernt nicht einfach alleine, sperrt sich zu Hause ein und lernt. Das gibt es nicht. Es gibt Lehrer, mit denen du lernst. Das haben wir im deutschen Schulsystem. Das hast du überall. Willst du Führerschein machen? Du steigst dich auf ein Auto und fährst Auto. Du gehst in die Fahrschule und hast einen Fahrlehrer. Du hast einen Mathelehrer. Du hast einen Privatlehrer. Du willst eine Sprache lernen, du gehst zum Englischlehrer. Du willst Koran lernen, du suchst dir einen ausgezeichneten Koranlehrer. Sei es auch nur der Imam im Masjid, wenn es nicht gibt. Und fängst bei ihm an. Wie fängt man an mit Koran? Man beherrscht erstmal die Buchstaben. Deine sogenannten Macharij, die Ausgangspunkte, von wo der Buchstabe rauskommt. Dann die Sifat, die Eigenschaften der Buchstaben. Dann fängt man an mit der Tilawa, mit der Lesung an sich im Koran. Im Koran gibt es viele Zeichen. Was bedeuten die? Der Lehrer sagt dir, der sogenannte Al-Waqf al-Ibtida, das Stoppen und das Beginnen von wo.
und so weiter, und so steigert man sich hinein. Gerade beim Koran braucht man unbedingt einen Lehrer. Bruder, King, Spiral oder Spiro. Lena, Lena, Barakallahu fiek, dass du dein Wissen mitgibst, teilst. Wir lernen Alhamdulillah einiges von dir. Fiek, Alhamdulillah. Madani, Awudu. Muss man vor jedem Schluck Bismillah sagen oder reicht es einmal? Beides ist erlaubt. Beides ist erlaubt. Das Trinken an sich sehen Sie als kompletten Prozess. Bis dein Glas leer ist, es reicht eine Bismillah. Oder du siehst jeden Schluck als ein neues Trinken und so sprichst du bei jedem Schluck die Bismillah. Besonders weil es den Hadith gibt, Allah subhanahu wa ta'ala ist zufrieden mit seinem Diener, wenn er einen Schluck oder einen Bissen nimmt und sich bei ihm bedankt. Das heißt, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Davor natürlich die Bismillah. Genau. Ikram, was sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Beschuldigen bzw. Vermutungen? Er sagte, er sagte, wehe euch und die Mutmaßungen, denn die Mutmaßungen sind die heftigsten Lügen. Genau. Und Allah subhanahu wa ta'ala in Hujurat, Suratul Hujurat, ja, ayyuhal ladhina amanu, ijtanibu kathira min adh-dhann. O ihr, die ihr glaubt, ijtanibu, entfernt euch von den vielen Mutmaßungen. Inna ba'da adh-dhanni ithm. Denn manche Mutmaßungen sind ja Sünde. Und beschuldigen kannst du nur mit Beweis. Al-Bayyinatu ala al-Mudda'i, sagte der Prophet. Al-Bayyinatu ala al-Mudda'i. Beweis muss derjenige aufbringen, der jemanden beschuldigt. Wal-Yaminu ala man ankar. Und derjenige, der sagt, weiß ich, der muss bei Allah schwören, dass es nicht war. Und damals haben die was ganz, 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 ganz Herzergreifendes gemacht. Wenn es um große Sachen ging, die haben die Leute gebracht, die gesagt haben, ich war das nicht. Die haben gesagt, steig auf den Minbar des Propheten, nimm den Mushaf in die Hand und schwör jetzt in seiner Moschee, dass du nicht gemacht hast. Allahu Akbar. Wer traut sich da noch zu lügen? Ja. King Spiro, Barakallahu fiek, Wafiq. Was heißt Spiro oder Sparrow? Sag's uns doch Bescheid. Momo B. Was kann man sagen, um kleine Kinder vor den Ein oder um Seher zu schützen oder wenn sie unruhig sind, durch die Blicke und Worte zu beruhigen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat schon Al-Hasan und Al-Hussein, einer auf den rechten Schenkel und linken Schenkel gesetzt, so, und dann hat er die Muawwidhat gelesen. Qul a'udhu bi al-falaq, qul a'udhu bi an-nas. O Allah, beschütze sie vor dem bösen Blick. Auch wenn du nicht auf Arabisch kannst, einfach diese Bittgebete sprechen. Genau. Ihnen die Al-Falaq und An-Nas beibringen. Wir kommen nächste Woche dazu, dass diese zwei Suren die heftigsten Suren sind in Bezug auf Zufluchtnahme. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bevor diese zwei Suren herabgesandt wurden, haben die Sahaba ihn gesehen, wie er immer Zuflucht sucht. Ja Rabbi, ein, ja Rabbi, schütze mich vor ein, schütze mich vor Shayat. Als dann Al-Falaq und An-Nas herabkamen, hat er nur noch diese Suren gelesen. Und er sagte zu einem Sahabi, es gibt niemanden, der besser Zuflucht sucht vor Shayatin und Ain, als jemand, der Al-Falaq und An-Nas liest. Genau, also deine Kinder einfach in deine Nähe bringen, in ihren Gesichter lesen oder du rezitierst das in deine Hände, streichst über ihren Kopf und so weiter. Tugbaka sagt, wie genau beliest man sich richtig vor dem Schlafengehen? Hatten wir mit dem Streichen des Körpers, indem du deine Hände pustest, trocken, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas, dreimal verrichtest und dann über deinen Körper streichst. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam erkrankte, hat Aisha radiallahu anha es gemacht und durch ihr Verständnis und weil sie so eine schlaue Person war, hat sie es in die Hände des Propheten gelesen und mit seinen Händen ihn selbst bestrichen, weil sie wusste, seine Hände haben mehr Baraka als ihre. Radiallahu anha. Spricht man die letzten drei Suren dreimal, pustet in die Hände und bestreicht sich dann, oder liest man immer jeweils einmal und pustet danach in die Hände und bestreicht dreimal? Ein Khilaf wie alle anderen Khilafat in Fiqh. Also dieses und jenes. Sie sagen, wenn du das machst mit
jeweils einmal hast du dem Hadith Folge geleistet und machst du es hintereinander, hast du dem Hadith ebenfalls Folge geleistet. Ikram, Jazakallahu khair für die Antwort. Würdest du eventuell etwas zu deiner islamischen Biografie erzählen? Inshallah ta'ala werde ich das einmal machen. Nur die Zeit wird jetzt hier dafür nicht reichen. Wenn man das so ausdrücken kann. Kein Problem. Sebastian Nachname, ich hörte, wenn man eine von Sarai öfter begeht, dann wird sie zu Kabira. Genau, das ist das Beharren, weil sie sagen, die schamhaft. Das Schlimmste bei Sarai ist das Beharren auf einer Sünde. Weil, wenn du eine Sünde begehst, immer und immer wieder, immer und immer wieder, sie sagen, die Schamhaftigkeit verschwindet aus dem Herzen gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Dann wird diese kleine Sünde nicht groß, sondern deine Schamhaftigkeit, die verschwindet. Das ist eine große Sünde. Und dass du Allah subhanahu wa ta'ala nicht mehr diesen gewaltigen Wert gibst. Du machst die Sünde immer und immer wieder, immer und immer. Gewohnheit geworden. Das Gefährlichste, was dir passieren kann. Wenn es Ikhtilaf in einer Sache gibt, welcher Sache sollte man folgen? Ikhtilaf, genau. Ikhtilaf, wir reden immer über Fiqh-Thematiken. Also, Fiqh-Thematiken sind meistens Taten, die man wirklich mit dem Körper verrichtet. Gebet, gehe ich mit den Knien oder mit den Händen zuerst herab, lege ich meine Hände auf die Brust, auf die Bauchnabel, Überbauchnabel, Unterbauchnabel. Wenn du siehst, dass Gelehrten, besonders die vier Imame, die vier Madhabs, das findest du eigentlich in jeder Fiqh-Thematik. Es gibt tausende von Fiqh-Thematiken. In jeder Thematik siehst du immer Hanafiya, Malikiya, Shafiya, Hanbaliya. Shafiya, Hanafi, Malikiya. Immer eine Gruppe sagt so und die eine Gruppe sagt so. Warum sage ich die vier Madhhabs? Weil diese vier den Fiqh bearbeitet haben in der islamischen Geschichte über hunderte von Jahren. Das heißt, wenn du siehst, in einer Thematik gibt es Khilaf, was machst du? Egal welcher du folgst, du als Laie, du bist bei Allah subhanahu wa ta'ala sozusagen durch. Warum? Weil du folgst einer anerkannten Meinung eines Madhabs. Was man nicht machen darf, ist dieses Wirrwarr, sich aussuchen, wo seine Nefs sich hingezogen fühlt. Ja? Das darf man nicht machen, weil so stellst du deine Nefs und suchst eine Meinung dafür. Wenn du aber die Wahrheit willst und du siehst die Wahrheit oder du siehst, dass der hanafitische und der malikitische Madhab auf einer Meinung sind und der schafiitische und hanbalitische auf einer Meinung. Du folgst beispielsweise den Ersten. Keiner wird dir sagen, du hast falsch gehandelt. Und umgekehrt, wenn du denen folgst, wird dir ebenfalls keiner sagen, dass du falsch handelst. Aber es ist ja in Deutschland eh hier unmöglich. Wir haben hier weder ausgebildete Fachleute, die Madhabs halt wirklich bis aufs Detail studiert haben, noch werden die Madhabs so unterrichtet wie klassisch damals. Was würdest du einer Person an allererster Stelle sagen, die vorher sehr religiös war und dann vom Weg abgekommen ist, dass diese Person so gar nicht mehr betet? At-Tauba natürlich, sofortige Tauba. Fragt diese Person, soll sich fragen, warum sie religiös war und warum sie gebetet hat. Hat sie das damals einfach so aus Spaß gemacht oder aus Überzeugung? Kehre zu dieser Überzeugung zurück, denn du warst ja ein Teil von deinem Leben überzeugt von dieser Sache. Warum bist du jetzt nicht mehr überzeugt? Warum? Was ist passiert? Hast du Scheinargumente? Suchst du dir einen Gelehrten, einen Wissenden, der dir deine Scheinargumente entfernt? Machst du es aus Faulheit nicht mehr und so weiter? Wir haben gesagt, Faulheit ist eine Waffe von den Waffen Shaitans. Es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf. Die Ware Allahs ist teuer. Das Paradies. Ich habe viel Einflüsterungen im Gebet. Was kann ich während dem Gebet dagegen machen? Es belastet mich sehr. Die gleiche Frage hat ein Sahabi gehabt. Zu dem Hadith kommen wir noch. Der Sahabi sagt: O Gesandter Allahs, mein Gebet ist nicht mehr so wie damals, ich kann nicht mehr, ich komme nicht mehr klar. Da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt: Es ist ein Shaitan, der namens Khinzab. Wenn du ihn verspürst, dann spucke dreimal auf deine linke Seite. Mit Spucken ist gemeint etwas Luft mit ganz wenig Speichel und nicht so wirklich deinen Kopf 45 Grad wegdrehen, sondern so auf deine linke Seite machst du so.
Dreimal. Der Gefährte sagte, ich habe das verrichtet und habe diesen Shaitan danach nicht mehr verspürt. Sebastian Nachname, mich interessiert auch deine Bio. Der sagt, warum interessiert euch das immer? Inshallah, also man kann mal ein Video machen und in dem ich mich mal ausführlich vorstelle. Da habe ich gar kein Problem, inshallah. Okay, das war bei mir die letzte Frage. Sebastian Nachname. Okay. Dann Barakallahu fikum. Danke für euer Mitmachen, für eure Fragen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns annehmen.